Beethoven, die wir erst kürzlich mit Manfred Ponneck eingespielt haben, möchte ich euch heute aus unseren Wochenendhäuschen in Niederösterreich, wo wir derzeit die Isolation verbringen, begrüßen. Mein Sohn Arthur und ich, wir wollen euch heute ein bisschen was über die Wiener Oboe erzählen. Und zwar das Allerwichtigste, was wir Wiener Oboisten gar nicht gern hören: sie sei ein historisches Instrument. Das stimmt so nicht. Sie kam um 1880 herum von Dresden nach Wien und wurde seither sehr wohl weiterentwickelt und verbessert. Sie steht im Gegensatz zur französischen Oboe, die sonst auf der ganzen Welt gespielt wird, und ist, genauso wie das Wiener Horn, die Wiener Pauke und auch der Wiener Streicherklang, eine kleine Besonderheit, die wir hier in Wien haben. Es gibt ein paar Unterschiede. Ich habe jetzt leider kein französisches Instrument da zum Vergleich, aber gleich mal das Auffälligste ist, sie sieht anders aus. Sie hat hier oben eine Zwiebel, die ihr eine größere Fläche verschafft in diesem Bereich, um dem Instrument mehr Abkühlung zu verschaffen, sodass man bei längerem Spielen, dass die Intonation nicht so sehr steigt. Ob das tatsächlich so große Auswirkungen hat, kann ich jetzt nicht genau sagen. Dann ein weiterer Unterschied ist, dass der Tonumfang ein bisschen kleiner ist. Die Wiener Oboe geht ursprünglich nur bis zum kleinen H, die französische bis zum kleinen B, so ein Halbtonunterschied. Ich habe meine umbauen lassen, meine geht auch bis zum kleinen B, da es doch sehr viel Orchesterliteratur und auch Sololiteratur gibt, vor allem nach 1940 herum, die man sonst nicht spielen könnte. Dann gibt es ein paar Töne, die anders gegriffen werden, und natürlich ein weiterer großer Unterschied ist der Rohrbau. Die Rohre von der Wiener Oboe werden schon sehr in Richtung klassischer Oboe gebaut. Da habe ich jetzt auch leider nichts zum Vergleich da, aber ich möchte sagen, da wird es sicher noch Verbesserungsbedarf geben, aber wir Wiener Oboisten haben uns auch ganz gut damit zurechtgefunden eigentlich. Was ich an der Wiener Oboe oder speziell an der Oboe sehr gern mag, ist ihr warmer, dunkler Klang, der trotzdem im Orchester immer hörbar ist und schön durchdringt. Und es gibt viele Leute, die sagen, dass gerade die Wiener Oboe in der Tiefe besser anspricht oder bessere Bindungen macht. Ich bin gleich fertig. Das kann ich jetzt so nicht sagen, da ich eben nie wirklich französische Oboe gespielt habe. Aber ich merke schon, dass der Wiener Oboenklang in der Tiefe vielleicht ein bisschen dunkler ist, sodass man sich manchmal ein bisschen besser reinschummeln kann. Hierzu kann ich euch gern das Oboen-Solo von Don Juan von Richard Strauss vorspielen. Und überhaupt zu der Zeit Strauss war die Wiener Oboe schon ziemlich so, wie sie jetzt ist. Und ich denke, wenn Richard Strauss was für Oboe geschrieben hat, dann hat er ungefähr diesen Klang im Ohr gehabt. Mama! Ja, hiermit möchte ich mich auch schon verabschieden und wünsche euch alles Gute. Bis bald!